Leute, heute machen wir eine neue Folge von Clash Royale. Ich bin in meinem Level 1er Account, den ich auch ein bisschen hoch hab. Relativ, also nicht wirklich. Ja, wo ich auf jeden Fall halt meine Karten noch nicht so... Kann ich ja gar nicht hochmachen, weil ich Level 1 bleiben will. Ich will Level 1 bleiben, konnte nur Ritter, das hier und Pfeile. Und noch die hier. Die waren noch am Anfang, die konnte ich machen. Aber jetzt machen wir erstmal einen Live-Fight. Ja, gegen Level 3er. Ja, ich spiele auch ein ziemlich schlechtes Deck. Ich hätte irgendwie richtig gern so ein Level 1er Deck. Das, aber ich kenne keine. Ich guck mir mal welche im Internet so an. So, dann. Auf geht's. Gut. Bomba ist da. Der spielt ja schlechter als ich. Okay, ja, man kann doch nicht erwarten, dass die gut spielen, oder? Ich glaube nicht. Hab da mal kurz überlegt, aber ich glaube nicht, dass man davon denen erwarten kann, dass die so gut spielen. Die sind ja auch nur low level und haben wahrscheinlich jetzt nicht gerade so wie ich halt. Jetzt ist spät am Abend. Schon einen geileren Account gehabt. Bam, bam. Alles rasieren ist auf jeden Fall da. Dafür kriegt der Typ ein Wow. Ah. Hat er gut gemacht. Alles klar. Kobolthütte ist hinten da. Dann kommt Ritter vorne rein. Und nochmal Speerkobolde hinterher. Oh ja, ja, ja. 5 Speerkobolde auf dem Turm. So, da kommt noch Musketiere hin. Ja, ich glaube mal, ich würde mal sagen, der Turm ist auf jeden Fall down. Ja, ich würde sagen, gutes Spiel. Oh yeah, direkt gewonnen. Okay, das bringt's auch. Das ist auch nicht so schwer. Thronplätze sind voll. Ja. Es kann aber auch sein, manchmal, dass ich verliere, weil ich dann wirklich scheiße spiele. Ich habe das schon gehabt. Mann, Alter, zwischen den Sachen nochmal Luft zu holen, ist schon schwer. Aber ja. Man hat ja auch noch Opportunities. Sauer Emoji ist auf jeden Fall da. Ein sauer Emoji ist da. So, dann kommt vorne rein alles. Alter, die lassen einen Speerkobold in Ruhe. Mann, sind die gut. Ja, die Speckobolde werden aber auch von dem Turm gewonnen. Das ist ein bisschen blöd. Ich hätte jetzt ein Musketier setzen können, was aber ein bisschen unsinnig gewesen wäre. Aber scheiße. Ja, super. Wenn auch Prinz kommt, ich nichts machen kann. Jetzt gehen die nicht auf den Bomber, ne? Jetzt kann der Bomber durch. Ja, okay, klar, ne? Man hat natürlich immer richtige Arschkarte. Mann, Alter, wenn man auch Level 1er Truppen hat. Also Level 1er und Level 2er Truppen. Junge. Komm, setz Bomber. Komm. Okay, dann nicht. Geh weg. Richtiges Arschlochkind. Mann, Alter. Los. Ja, gut.
Ey, Mann, hör doch auf. Ja, das hat's auch richtig gebracht. So, oh nein, ich merke jetzt erst. Ich merk's jetzt erst. Ich merk's jetzt erst. Aber egal. Ja, locker. Ja. Ich dachte eigentlich jetzt eh Feuerball. Ich setze aber alles nach links. Aber gut. Erstmal auslachen. Keine Ahnung warum. Aber einfach so. Weil der gegen Level 1er verloren hat. Was eigentlich auch gar keinen Sinn macht. Aber gut. Es ist schwer zu kommentieren und sich gleichzeitig noch drauf zu konzentrieren, das Gameplay zu machen. Zack, Speerkobolde. Skelettarmee. Der beste Konter gegen die Skelettarmee ist natürlich ein Riese. Hättet ihr auch alle auf jeden Fall gewusst, oder? Aber ja gut. Wenn man halt nicht, wenn man es halt nicht anders weiß. Ach nein, ach nein, oh bitte, bitte. Rasier, ja. Oh, hey, das war dumm. Ich habe nicht die Truppe gesehen. Oh, ich habe auch eine Walküre, oder nicht? Also nee, jetzt nicht im Deck. Ah, ich habe die gar nicht freigeschaltet. Stimmt. Nein! Nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Nein. Ja. Und down. Komm, jetzt setz Riese. Setz Riese. Ah, okay. Gut. Aber ich glaube, ich weiß schon, was mein Thumbnail wird. Irgendwie so. Riese gegen Skelett-Armee, Digga. Was? Oder so ähnlich. So, zweiter Turm ist auch weg. So, Musketier. Ja, jetzt aber Riese down. Okay, der Kronturm geht safe auf jeden Fall nicht down. Oh ja. So, dann setzen wir hinten nochmal einen Riesen. Und ein Ritter. Skelettarmee. Und Musketier. Okay, jetzt kommt locker Feuerball. Ich war mir jetzt eigentlich ziemlich sicher. Ja, Doppelritter. Auch cool. Ja. Ja, Feuerball voll reingeschissen. Wo setzt der denn Feuerball? Ja, gut. So, nächste Runde. Ich würde mal sagen, das wird heute ein längerer Part. Ich mache heute viele Kämpfe. Ja, wie kann ich. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Zack. Aber nee, 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 das war dumm, das war so dumm. Ist der. Ist. Wie dumm ist der? Da sind fünf. Fucking. Ach, egal, der hat Bomber gesetzt. Ach, super. Das hat natürlich auch jetzt komplett gebracht. Hat's auch echt. Komm schnell, dann kann ich noch eine setzen, obwohl. Ja, die ist jetzt eh weg. Ja, ich würde ja auch alles upgraden. Aber leider.
Ist das ein Level 1 Account? Wollte ich gerade sagen. Und dann stürzt einfach mal die fucking Aufnahme ab. Jo, wahrscheinlich. Aber egal, wir machen natürlich nahtlos weiter. Ist natürlich ganz easy. Wir kommen ja jetzt wieder mit unserem Ultimate Putsch. Och nee, Alter. Gut, entweder war der gerade verwirrt oder er wollte das. Ich glaube, er war einfach verwirrt. So, dann rasieren. Bitte komm, kein Hit vom Minipack auf den Turm. Yeah. Ich hätte den Ritter vielleicht aufsparen sollen. Für gleich. Damit der vorne tanken kann. Los, Skelettarmee. Ja, Ritter Level 5. Ja. Und der setzt einfach seine Pfeile falsch. Mann, Alter, wie falsch kann man seine Pfeile setzen? Ich reg mich sogar darüber auf, dass der Typ so schlecht ist. Der setzt auch noch einen Feuerball woanders hin. Mann, Alter. Mann. Na gut. Wir werden wahrscheinlich in dieser Folge aber noch Arena 2. Was ziemlich schön wäre. Denn ihr wisst, bin ich nicht der beste Clash Royale Spieler. Um nicht zu sagen, dass ich komplett scheiße bin. Ja. Ihr wisst das alle. Und deswegen wäre es für mich schon gut, mit Level 1, also mit diesen richtig schlechten Karten sogar schon, in Arena 2 zu kommen. Wäre für mich schon kein Erfolg auf jeden Fall. Aber jetzt wollen wir jetzt erstmal auf das Gameplay konzentrieren. Ja. Mhm. Auch wieder so ein richtiger Lappen. Fuck, ja. So, dann, ja, easy ist weg. Ich glaube nicht, dass der Turm down ist. Aber jetzt gleich könnte er es sein. Komm, schnell. Na, hätte ich auf jeden Fall auch getan an seiner Stelle. Nicht. Komm, noch ein paar Hits. Zack. Ritter. Sperrkobolde. Schnell, Sperrkobolde. Ja, okay. Tor ist weg. Und weg. Ja. Aber egal. Habe ich es eigentlich schon am Anfang der Folge gesagt oder... Oder habt ihr es erst bemerkt? Ich weiß es nicht mehr. Aber ich heiße Sixpack is da. Sixpack war weg. War schon weg. Und ja. Das ist mir halt einfach so eingefallen. So als Name. Als alternativer Name. Für meinen Clash Royale Account. Falsch. Karten gibt es in 4 Seltenheitskarten. Gewöhnlich selten, episch und legendär. Lappen. Du kannst mit 8 Karten deiner Sammlung in den Kampf ziehen. Das ist dein Kampfdeck. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ach, wir brechen kurz ab und campen und gehen wieder rein. Ja, ich wollte gerade sagen. So, dann setzen wir unseren Riesen hinten. Musketierin, weil der hat seine Dingens verschwendet. Sein Feuerball, da ist das jetzt richtig geil. Also ich finde das jetzt super. Wenn er keine Pfeile hat, dann ja. Hat er Pech. Wow, auch guter Konter. Gut. Also das nenne ich mal einen richtigen Low-Level-Account. Aber, ja gut, okay. Richtig reingeschissen hat der Typ. Und meine Pfeile kommen nochmal auf den zerstörten Turm drauf. Oh, Mann. Das kann man doch nicht bringen, so hart zu verkacken. Ja,
Okay, doch. Arena 1, ne? Aber egal. Ah, nein, oh nein, oh nein, ach, stimmt, der hat ja Level 6, das Skelette kann man ja gar nicht mehr, oh nein, Akku fast leer. Ja gut, okay. Schnell, Bomber. Ach man, noch mal, oh, schnell, 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 3 Elixir, 3 Elixir, ja, okay. Zack. Kaputt, ist da. Und Ritter vorne. Ja, die splitten sich auf, aber... Ach, scheiße, scheiße, scheiße. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, gut. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass der Tower down geht, ne. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich habe reingeschissen, ich habe reingeschissen. Ich habe des Todes reingeschissen. Nein, die Hexe geht sogar noch. Oh nein. Schnell, schnell, schnell. Ich muss vorne rein, um zu gewinnen. Nicht hinten verteidigen, sondern vorne rein. Nein, Willi. Ja, ich konnte gar nicht gewinnen. Ich konnte gar nicht. Es war nicht mal eine Möglichkeit zu gewinnen. Oh, erstmal lachen. Dann wow. Ja, okay. Lach mich ruhig aus. Ich bin Level 1. Ja, hätte ich Feuerball drin, hätte der Typ nicht so gelacht. Das ist wohl wahr. Aber ja gut. Na gut, nochmal danke an den Typen, damit die Schwerkobolde sich jetzt erstmal festsetzen. Wohl scheiße, Valkyrie. Aber ja gut, Valkyrie ist down. Gut, zum Tanken vorne erstmal ein Ritter. Ja. Komm. Ja. Ich weiß auch mittlerweile, dass echte Thumbnail. Einmal kommt dieser Prinz, den er inmitten einer Skelettarmee gesetzt hat, rein. Und einmal. Der Riese, den er vor eine Skelettarmee gesetzt hat, den irgendeiner davor gesetzt hat, das wird dann wahrscheinlich das Thumbnail. Wenn ihr schon gesehen habt, dann schön. Also, wenn ihr schon gesehen habt, vornehmen. Thumbnail. Komm. Rita. So. Zack. Der Titel wird wahrscheinlich: Was ist mit der Menschheit los? Vielleicht. Kann gut sein. Passt ja auch zur aktuellen Weltlage. Gut. Wir haben den nächsten Sieg. Noch ein Sieg. Da sind wir schon. Arena 2. Nicht Arena 3, sondern Arena 2. Ich hoffe mal, wir können gewinnen. Bitte. Erstmal auslachen. Locker der Pfeile, locker. Was ist mit der Menschheit los? Was ist los? Der setzt einfach einen fucking Feuerball. Oder die Folge heißt einfach Clash Royale Funny Moments. Ja, Leute, wartet mal kurz. Ich werde kurz anstecken, ne? Das ist jetzt ziemlich scheiße. So. Und es geht weiter. Mit der Folge und dem letzten Kampf. Komm, setz Sperrkobolde rein. Okay, doch nicht. Aber er hat den verkackt. Muss man auf jeden Fall sagen.
Ja, komm. Hätte genau noch 7 Schüsse ausgehalten. Vom Musketier. Also der Turm. Der hat die auf Level 1. Gut. Kann man auch machen. Nein, scheiße. Komm. Geh weg. Bomba, geh weg. Mann. 510 Leben. Das ist schon dumm. Ja, guter Feuerball auf jeden Fall. So habe ich, glaube ich, früher auch mal gespielt. Also, so könnte ich früher gespielt haben, aber wir sind nun endlich in Arena 2 mit Level 1er Account. Haben uns heute 300 Pokale hochgepusht. Und da verlieren wir die Verbindung. Jo, wahrscheinlich. Erfolg freigeschaltet. Weg zum Loom. Ja, ich bin Arena 2. Nächstes Level, Alter. Da seht ihr mal. Krass, Arache Arena 2 ist auf jeden Fall da. Level 2? Leute, ich bin der krasseste Typ dieser Erde. Wisst ihr warum? Erfolge geben auch immer XP. Ja, ich bin der dümmste Typ auf der Erde. Ich hoffe, niemand guckt das Video so lange. Wir sehen uns nämlich beim nächsten Mal. Folgt mir auf Instagram @gamerselbst650. Das war's. Ciao. Viel Spaß mit meinem neuen Intro.